Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Heute gibt es ja wieder ein nachkommentiertes Video. Im Hintergrund gibt es heute zwei Gameplays, wo ich irgendwie so, keine Ahnung, ich zeige euch einfach nur ein paar Kills. Ich glaube, ich habe 20 Kills für euch vorbereitet, in zwei Runden aufgeteilt. Da waren sogar ziemlich lustige Situationen dabei, in Fortnite auf jeden Fall. Ist jetzt schon, die Gameplays sind jetzt einige Tage alt und deswegen dachte ich einfach, okay, du brauchst irgendwas für den Hintergrund, nimmst du einfach diese Gameplays. Ich denke mal, für einen Kills her ist ganz cool anzuschauen, Leute. Was wollte ich erzählen? Genau, es gibt heute so ein paar Sachen. Ich hatte mal wieder Bock auf so ein Oldschool-Commentary einfach. Also einfach so ein bisschen Sachen erzählen und lustig. Ich habe neulich, kennt ihr noch? Ja, natürlich kennt ihr noch. Ich habe mit I Love Cookies neulich relativ lang geschrieben. Und er meinte auch, wie lustig sind eigentlich Commentaries? So, was ist eigentlich ein Commentary? Habe ich auch gesagt, ja. Aber irgendwie können wir es ja nicht verleugnen, weil Commentaries sind ja schon sehr, sehr wichtig für uns. Wie zum Beispiel hier Boots on the Ground. Leute, ihr kennt es, der COD-Lifestyle wird gelebt. Ach, zum Thema COD-Lifestyle hätte ich eine kleine Ankündigung für euch. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich die schon raushauen kann. Aber ich sag mal so, der Monat Mai wird sehr, sehr gut für euch. Da weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Der Monat Mai wird sehr, sehr geil. Ja, Leute, ich wollte heute über so ein paar Sachen reden, einfach, die mir so gerade einfach spontan in den Kopf gekommen sind. Wie zum Beispiel dieses Ninja-Event in Las Vegas, Leute. Ich habe mir nämlich den Stream, es war so geil, ich war vorgestern Abend auf Twitch und ich wollte eigentlich CWL Seattle gucken. Also es gibt ja alle paar Monate diese COD Pro Majors, also das sind einfach Turniere, wo die besten COD-Spieler gegeneinander spielen. Und ich bin jetzt ziemlicher Fan davon, also auch wenn ich jetzt selber nicht so viel COD aktiv zocke, gucke ich das trotzdem immer. Also das ist jetzt nicht, das heißt nicht, dass ich jetzt zur Zeit kein COD zocke, ich zocke zur Zeit COD, aber zum Beispiel letztes Jahr in IW habe ich jedes Event geguckt, obwohl ich IW selber nicht gespielt habe, weil ich diese Events einfach geil finde. Und ich bin zum Beispiel ein Fan von Doug Sensamaden, falls ihn jemand von euch kennt, der jetzt mit Complexity gespielt hat. Und ich gucke mir diese Events auf jeden Fall gerne an. Das sind auch so ziemlich so die einzigen Zeitpunkte, wenn ich mal auf Twitch unterwegs bin. Außer wenn Monte streamt und ich dabei bin, dann gucke ich natürlich auch nebenbei in den Chat. Ansonsten bin ich nicht so oft auf Twitch unterwegs. Ja, aber Leute, es ist ziemlich witzig, was dann passiert ist. Und zwar habe ich vorgestern Abend geschaut und habe dann eben mal geguckt, wer noch so online ist. Und da ist natürlich mein Auge direkt schnell auf Ninja gefallen. Ich wollte einfach mal gucken, wie viel Viewer hat Ninja gerade, was zockt er gerade. Und dann ist mir aufgefallen, hä, er zockt gar nicht bei sich zu Hause. Dann habe ich mir so ein bisschen was durchgelesen dazu. Und zwar war dieses Ninja Vegas Event. Und das ist ja so geil, Leute. Wer das nicht mitbekommen hat, Ninja hat da quasi von der kleinen Live-Crowd gespielt und es waren auch seine Gegenspieler quasi direkt im Raum und wenn jemand eine Runde gewonnen hat, also es war quasi eine riesige LAN-Party und wer die Runde gewonnen hat, wurde dann nach vorne geholt, hat 2.500 bekommen, $2.500. Wer Ninja in der Runde getötet hat, dann sogar nochmal $2.500 bekommen und der eine Typ hat einfach mal die ersten beiden Runden gewonnen und Ninja einmal geholt, das heißt, er hat $7.500 nach zwei Runden gehabt, richtig, richtig krass und Ninja hat dann nach vorne gezockt und dieses Event hab mir irgendwie mal wieder bewiesen, wie geil eigentlich die Chance ist, die YouTube den Leuten gibt oder Twitch oder whatever, weil überlegt euch das mal, dieses Game Fortnite kam jetzt vor 6 Monaten richtig groß raus, ich habe ja schon im Oktober gespielt, manchmal beiße ich mir auch richtig in den Arsch, dass ich nicht da schon angefangen habe hochzuladen, aber ich habe letzten Oktober schon gespielt, Leute, und mir ist dann einfach aufgefallen, das Game ist einfach so jung, ne, und was das schon alles bewirkt hat. Wenn man sich jetzt Kanäle anguckt, wie Spontaner Black in Deutschland, wie Red Sama, wie die Buddies zocken, das sind jetzt die deutschen Ausmaße. Richtig krass schon mal. Aber jetzt guckt euch mal an, Ninja, Digga. Der Typ hat seine Existenz auf diesem Spiel aufgebaut. Das ist ja so heftig. Überlegt euch mal, der hat einfach, wenn man sich das mal so überlegt, der hat vor 2 Jahren noch vor 20 Zuschauern gestreamt. Er hat ja schon immer Battle Royale Games gezockt und das ist einfach so heftig, Mann. Jetzt ist dieser Hype einfach entstanden. Er war zur rechten Zeit am rechten Ort. Das ist wieder der Beweis. Man muss immer nur zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Das ist ja auch so, wenn mich die Leute fragen, ja, kann man auf YouTube noch groß werden? Und ich sage, natürlich kann man das. Du musst nur zur rechten Zeit am rechten Ort sein. So wie ich das 2013 mit den Commentaries war, so ist Ninja jetzt mit Fortnite gewesen. Und dieses Event, ich fand das einfach so geil, weil wenn ich mir überlege, was da hinten zum Beispiel für Trikots im Hintergrund hängt, das sind auch alles Events, die mir YouTube ermöglicht hat. Und es ist einfach krass und Ninja saß da vor seiner Crowd und vor 680.000 Zuschauern im Stream, wo Courage sogar noch gecastet hat, den ich auch von den COD-Events kannte, der jetzt mittlerweile den großen Sprung auch geschafft hat und zu solchen Events eingeladen wurde vor 700.000 Leuten. Das ist ja wirklich geisteskrank, also das ist ja nicht mehr normal. Also als Beispiel bei der Promi-Darts-WM haben im Schnitt 1,5 Millionen zugeguckt und das war TV und das war ein Twitch-Stream. Und einfach 700.000 Leute, das ist ja so geisteskrank, Alter. Nicht mehr normal. Auf jeden Fall muss man sich da mal reinziehen, dass diese ganze Chance aus diesem Spiel einfach entstanden ist, aus diesem Battle Royale Spiel Fortnite. Und das finde ich einfach so geil, Alter.
Und ich glaube, auch für Ninja ist das schon voll das komische Gefühl immer noch, weil überleg mal, wenn du zu Hause, das habe ich ja auch schon mal öfter erzählt, wenn du zu Hause sitzt, dann nimmst du diese Zahl eigentlich überhaupt gar nicht wahr. Du siehst natürlich, okay, da ist eine Zahl auf diesem Monitor, aber das ist auch alles so. Du hast gar keinen Bezug dazu. Das kann, also 10.000 und 100.000 macht dann auch gar keinen Unterschied mehr, weil du kannst beides einfach mit dem Kopf nicht richtig einordnen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass zurzeit auf meinem Hauptkanal so ungefähr 450.000 Leute pro Tag die Videos schauen, also das sind ungefähr so 13 Millionen im Monat, 13, 14 Millionen im Monat, dann denke ich mir so, Alter, das ist ja nicht mehr normal so, das ist ja komplett gestört. Und keine Ahnung, und ich habe dieses Event geschaut und ich fand es zwar so geil gemacht, Alter, ich fand es einfach so geil und ich hoffe, dass in Deutschland auch solche Events mal anstehen werden. Wir hatten natürlich das COD-Freundschaftsspiel, wo auch das Jersey da im Schrank hängt zum Beispiel. Aber das war natürlich, es war natürlich nicht ansatzweise so krass wie dieses Ding da. Und ich wollte einfach nochmal sagen, dass ich das mega, mega krass finde. Und das ist, glaube ich, gar nicht so selbstverständlich sein sollte. Ne? Ihr merkt schon, ich rede in den letzten Videos immer so ein bisschen Real Talk-mäßiger. Auch das letzte Video auf diesem Kanal, wo ich euch zu Massis Video geschickt habe, war mir persönlich sehr wichtig. Und ja, also Leute, ich weiß gar nicht, wie viel Fortnite die nächsten Tage noch kommt. Ich muss mal schauen, so wie ich Bock habe. Aber ab Mai, würde ich sagen, wird auf jeden Fall ein richtig geiler Monat. Also das habe ich ja schon erwähnt. Ich glaube, wenn Anton heute mal aufwacht, dann werde ich auch mit ihm mal absprechen können, wann wir das Ganze anteasern können. Beziehungsweise was da genau passieren wird, Leute. Ja, genau. Dann war ich gestern auf dem Darts-Turnier, das wollte ich noch erzählen, in Berlin. Und das war richtig krass gestern. Ich spiele immer diese Turniere und da haben gestern wieder 24 Leute teilgenommen. Und ich bin letzte Woche 9. geworden, diese Woche bin ich 5. geworden, Leute. Und ich hätte sogar ins Halbfinale einziehen können. Das war ein richtig krasses Game gegen einen der besten Spieler aus Berlin. Ich habe so getryhardet, ne? Das Spiel davor, gegen den Typen hatte ich die Woche davor verloren. Und die Woche davor war das so, das ist immer Best of 5 Legs, also 501 runter, 5-mal, ne? Also länger als ein Promi-Darts-WM-Spiel ist da ein einziges Spiel schon. Das heißt, man spielt richtig lang und man muss auch, wenn man verloren hat, muss man schreiben das nächste Spiel, also die ganze Zeit Kopf rechnen. Aber das habe ich zum Glück ganz gut drauf, obwohl ich es noch nie gemacht habe. Da ist mal wieder das Marcel Scorpion Autisten-Brain gefragt. Und es funktioniert auch noch. Ich glaube, ihr könnt euch mich so, ich bin so der letzte Typ, den man sich auf so einem Darts-Turnier vorstellt, weil ich sehe ganz anders aus als alle anderen Leute. Wenn ich mit meiner Cap da ankomme, meiner Trainingsjacke, dann sehe ich ganz anders aus als alle anderen. Ich glaube, das ist auch so, das finde ich auch einfach so geil daran, dass da so zwei Welten kollidieren. Da werde ich 0% wie irgendwas Besonderes behandelt. Das ist einfach ein geiles Gefühl, Leute. Da werde ich 0% wie irgendwas Besonderes behandelt. Da bin ich einfach einer von anderen Spielern und wenn ich verliere, dann schreibe ich das Spiel. Und es gibt da kein YouTuber-Bonus wie sonst immer und so. Und das ist einfach eine Sache, die vermisse ich teilweise sogar. Und ich liebe es, wie ich da behandelt werde und die Leute mich nicht kennen und so. Wobei einer kannte mich jetzt und der hat auch gesagt, er hat meine Videos immer geguckt mit Anton zusammen. Und das war natürlich cool. Denen gehen auch Grüße raus hier an der Stelle. Ja, was wir noch am Start hatten war, dann, dass ich letzte Woche 2-0 hinten lag gegen den einen Typen, der richtig gut war. Dann bin ich auf 2-2 rangekommen, habe das entscheidende Leg dann verloren und gestern habe ich ihn besiegt. Im Top 12 Modus habe ich ihn besiegt, also wo wir in den Top 12 waren. Man muss erstmal die Gruppenphase schaffen. Ich war in einer Gruppe mit Martin und Janni, einem griechischen Nationalspieler und dem zweitbesten Deutschen. Also die beiden, die auch bei der Einweihungsparty hier waren. Habe natürlich gegen die beiden verloren, aber gegen Janni hätte ich sogar gewinnen können. Und dann habe ich, dann bin ich aber als Dritter aus der Gruppe rausgekommen. Dann war ich im Top 12, habe dann da halt gegen den einen gewonnen und das war der, den ich letzte Woche verloren habe. Ich glaube, es war mein bestes Dartspiel, was ich jemals gespielt habe. Es war ein richtig, richtig geiles Gefühl auch einfach. Und dann war ich halt in der Top 8 und ja, da habe ich halt eben verloren. Wenn man in den Top 8 verliert, dann sagt man ist 5. geworden. Das ist einfach so. Mann, das war echt krass. Ich hätte den sogar, das ist halt so ein Typ, den habe ich jetzt die letzte Woche schon auf den diversen Veranstaltungen, wo ich in Berlin war, habe ich den schon immer gesehen. Der ist immer gut und werde ich ja nochmal scharf oder war es das jetzt wieder komplett? Aha. Also das war halt so jemand, der ich habe immer gesehen, wie er gespielt hat und jetzt habe ich mir gestern verdient und erarbeitet, gegen ihn spielen zu können sozusagen. Und allein das ist ja sozusagen schon eine kleine Steigerung. Aber das war auf jeden Fall richtig, richtig cool, Leute. Boah, ich weiß gar nicht, ob die Games im Hintergrund überhaupt ausreichen, ob ich da überhaupt genug Zeit im Hintergrund habe, damit diese 10 Minuten jetzt irgendwie gefüllt werden, Leute. Naja, es wird auf jeden Fall passen. Also, nochmal zusammengefasst.
Macht euch auf jeden Fall auf was gefasst, Leute. Ich weiß, es ist zurzeit ein bisschen chilliger hier auf Scorpion Place. Ich try hatte gerade nicht so krass auf Scorpion Place, weil ich auf dem Hauptkanal wirklich gerade alle Ressourcen verballer. Aber, Leute, es kommen große Dinge auf uns zu. My Daily Upload. Ich gucke jetzt mal, ob Anton mir geantwortet hat, Leute. Das kann ja wohl nicht wahr sein. WhatsApp Web, übrigens die beste Erfindung der Welt, ne? Da einen Knopf gedrückt, jetzt geht WhatsApp auf und ich werde jetzt sagen, wenn Anton geantwortet hat, aber der schläft sowieso noch. Alles klar, das war's dann mal wieder komplett. Okay. Also, es werden mit Anton Daily Uploads werden und es werden geile Videos werden. Das werde ich euch auf jeden Fall sagen. Also, wir werden eine richtig, richtig geile. Ach, ich kann es einfach sagen, Leute. Ich sag's einfach. Im Mai laden Anton und ich Daily COD-Videos hoch. Den ganzen Mai, jeden Tag, jedes Video zusammen. Barca Scorpion. Die Full House-Zeit wird dann wiederbelebt, weil Anton sich auch so ein bisschen. Anton hat sich so persönlichkeitsmäßig auf jeden Fall gesteigert, finde ich, in letzter Zeit. Und ich glaube, sonst wäre das auch gar nicht möglich gewesen. Also, ich glaube, das wird richtig, richtig geiles Projekt, Leute. Freut euch da auf jeden Fall drauf. Da werden wir jetzt wahrscheinlich die nächsten Tage fett für vorproducen, Leute. Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, außer bleibt dran, freut euch auf die nächsten Tage. Checkt auf jeden Fall heute Abend das Hauptkanal-Video ab, welches natürlich kommen wird, Leute. Dann würde ich sagen, ich bin erstmal raus für heute. Danke fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.